amtierendes Bildungsministerium, eine amtierende Politik, die ja jetzt eine wunderbare Reform herausgebracht haben. Inwiefern unterstützt diese Reform ihre Vorstellungen und gibt es da in irgendeiner Richtung irgendwas Positives zu sagen? Ja, also da wird es leider nichts werden mit der großen Reform. Das, was hier präsentiert worden ist, ist viel heiße Luft. Und konkrete Reformen verspreche ich mir davon nicht. In den Verhandlungen, wir Grüne sind ja für die Regierung ein potenzieller Partner in Richtung Zweidrittelmehrheit. Von daher muss die Regierung eine Einigung erzielen, entweder mit den Freiheitlichen oder mit uns. Wir Grüne werden uns aber dafür einsetzen, dass halt auch kleine Schritte gemacht werden können in die richtige Richtung. Aber derzeit schaut es nicht einmal danach aus. Was, ich meine, Sie können ja nur einen Vorschlag verhandeln. Sie können ja nicht sagen, Vorschlag ist ein Quatsch, machen wir einen neuen Vorschlag, sondern Sie können ja eigentlich nur das, was vorgeschlagen wurde, verhandeln. Von dem, was da vorgeschlagen wurde, wo sehen Sie irgendeinen kleinen Schritt? Naja, von dem, was so vorgeschlagen wurde, aber wie gesagt, das ist ja sehr vage, denn die Regierung hat sich angeblich im November geeinigt und am 17. November ihr Reformpaket präsentiert, ist aber bis heute nicht in der Lage, einen konkreten Vorschlag zu machen und eine konkrete Basis für Verhandlungen vorzulegen, weil ja immer noch gestritten wird um die Ausformungen. Mhm. Also von daher sehe ich derzeit noch überhaupt keine Bewegung in eine richtige Richtung. Aber Ihre Frage zielt darauf ab, was ist denn hier annehmbar? Ich glaube, wenn wir es schaffen, Schulen zu stärken, Schulen autonomer zu machen, hinzukommen zu einem System, wo pädagogische Entscheidungen nicht hier in Wien am Minoritenplatz fallen oder in den Landeshauptstädten fallen, bei den jeweiligen Landesschulräten, sondern dort, wo sie gefällt werden sollen, nämlich an den Schulen, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Ja, aber was konkret würde Autonomie fördern? Die Lehrer, also die Direktoren suchen sich für neue Lehrer jetzt auch schon aus. Also das ist im Endeffekt die einzige Autonomie, die ich jetzt für den Direktor gesehen habe. Und die Schulversuche, die sind ja sowieso gedeckelt mit 15% und dann werden sie nach 10 Jahren evaluiert. Also wo ist da der große Schritt? Da ist der große Schritt nicht. Und diese Deckelung einer Modellregierung mit 15%, da werden wir sicher nicht zustimmen. Das habe ich schon mehrfach deutlich gesagt. Entweder gibt es wirkliche Modellregionen, das bedeutet, dass alle Kinder erfasst sind, und es innerhalb dieser Modellregion auch wirklich zur Autonomie kommt, oder es gibt halt unsere Zustimmung nicht. Mhm. Und was passiert dann, wenn Sie nicht zustimmen würden und die Freiheitlichen auch nicht zustimmen? Ja, dann passiert dann wieder nichts. Dann bleibt es so, wie es ist, und die Regierung wird dann halt ein paar einfach gesetzliche Beschlüsse fassen und das als Reform verkaufen. Mhm. Das ist natürlich möglich und es ist leider, muss ich sagen, nicht so ganz unwahrscheinlich.